Es ist wieder Zeit für Beyond. Es geht in die Tiefe. Wir wollen die New Age Schokomarke werden in Deutschland und die Großen ein bisschen ärgern. Und da muss man sich halt irgendwann fragen, okay, wollen wir jetzt wirklich in 10 Jahren das beste Ergebnis haben oder jetzt möglichst sanft nur alles ändern? Und wir haben halt gesagt, nee, wir wollen jetzt das Beste machen, wo wir glauben, langfristig werden wir hier eine richtig krasse Marke aufbauen und probieren, das kurzfristig zu überleben. Ja, das hätte uns auch wirklich den Kragen kosten können. Die Produktänderung hat natürlich das Rebranding auch nochmal irgendwie gerechtfertigt. Brand Guide ist es bold, real und cheeky. Dieses Textpiece oder dieses Contentpiece könnte das auch eine x-beliebige andere, in Klammern Nachhaltigkeit, Marke so posten. Wenn ja, nochmal machen. Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond. Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Es geht wieder in die Tiefe. Natürlich habe ich mir, und ihr wisst, was jetzt kommt, einen spannenden Gast dazu eingeladen. Und zwar Christian Fenner. Der ist CMO und Mitgründer von Nucao, ehemals The Nu Company. Vielleicht klingelt es da bei euch auch schon, dass ihr Nucao oder The Nu Company auf jeden Fall kennt. Aber ich mache jetzt etwas Unkonventionelles. Und zwar könnt ihr entscheiden, ob ihr das Intro sozusagen jetzt weiterhören wollt oder mir vertraut in dem Sinne, dass ich jetzt sage, das ist eine richtig, richtig geile Folge. Und jetzt gebe ich euch 5 Sekunden Zeit, dass ihr auf eurem Handy, in eurem Auto, wo auch immer, einfach knapp 2 Minuten wahrscheinlich nach vorne springt, um direkt in die Folge einzusteigen. Oder ihr haltet jetzt 5 Sekunden Stille aus, um dann zu entscheiden, nee, ich höre mir die Preview, das Intro von Colin schon nochmal an. Also 5 Sekunden Zeit und Stille, ungewöhnlich im Podcast, ab jetzt. Ja, komisch, ne? So Stille im Podcast ist schon echt ungewöhnlich. Aber was habe ich zu bieten? Warum solltet ihr auf jeden Fall reinhören, wenn ihr mir noch nicht geglaubt habt, dass es echt eine geile Folge ist? Christian ist eben, wie gesagt, Mitgründer von Nucao bzw. Nu Company. Und er erzählt natürlich die ganze Gründerstory, wie sie damals in der WG-Küche ausprobiert haben, wie man denn eigentlich, ja, ich sag mal, Süßigkeiten auf eine nachhaltige und irgendwo auch gesunde Art und Weise machen können. Und das ist wirklich so eine typische Garagen-Story sozusagen. Und da erzählt er natürlich aus dem Nähkästchen. Ansonsten erzählt aber Christian vor allen Dingen eine ganz, ganz spannende Story. Und zwar mussten sie Nucao, beziehungsweise ehemals, wie gesagt, Nu Company, als eigentlich in gewisser Weise erfolgreiche Marke 2021, 2022 nochmal komplett auf links drehen. Und warum das der Fall war und warum sie sich da mit Kritikern auseinandersetzen mussten, warum sie sich auch mit Externen auseinandersetzen mussten, die eigentlich gesagt haben, sag mal, seid ihr völlig bescheuert, das ist doch jetzt echt irrsinnig, da eine Marke komplett zu verändern, obwohl die noch relativ jung ist, das erzählt Christian ausführlich und mit echt wirklich sehr, sehr spannenden Stories und Hintergründen in diesem Podcast. Unter anderem liegt es daran, dass sie auch herausgefunden haben, Nachhaltigkeitsmissionen und ja, etwas in der Nachhaltigkeit zu verändern oder besser gesagt in der Welt etwas zu verändern, das ist nicht ganz so einfach. Man muss nämlich so ein paar Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien beachten und genau das erzählt er jetzt gleich im Podcast. Ansonsten erzählt er noch, warum er selber eigentlich so eine Nachhaltigkeitsmission hat und was für mich durchaus lebensverändernd war, er hat mir auch erklärt und mich endlich aufgeklärt, warum ich einige Marken bzw. einiges an Schokolade einfach nicht mag, bzw. anders gesagt, welcher Schokoladentyp ich denn eigentlich bin. Und das ist mal mindestens auch sehr, sehr interessant vielleicht für euch, ja, um herauszufinden, welcher Schokoladentyp seid ihr denn. Zu guter Letzt würde ich noch empfehlen, dass ihr die Folge hört, weil Christian wirklich aus dem Nähkästchen plaudert und erzählt, mit welchen Instrumenten, Prinzipien und Leitplanken sie so eine ja aufstrebende Marke wie Nucao dann eigentlich auch mit ganz, ganz wenigen einfachen Regeln zum Beispiel auch führen. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr spannend. Von daher würde ich sagen, es ist genug geboten, um jetzt hier dran zu bleiben oder endlich auch in den Podcast zu starten. In dem Sinne viel Spaß bei dem genialen Podcast mit Christian Fenner von Nucao. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Ich habe wieder diesmal digital einen sehr spannenden Gast auf jeden Fall eingeladen. Er sitzt mir wieder digital gegenüber. Grüß dich, Christian. Schön, dass du dabei bist. Ja, hi, grüß dich und freut mich sehr, am Start zu sein. Schön, wir starten direkt rein. Einige kennen dich jetzt schon durch das Intro und alle weiteren werden dich dann spätestens nach dieser Folge kennenlernen mit allem, was dazugehört und vor allem mit all euren Produkten, die dazugehören. Da werden wir auch noch zu Genüge zu sprechen. Aber bevor wir in eure Produkt- und Markenwelt einsteigen, interessiert mich und unsere Hörerinnen und Hörer, mit wem haben wir es eigentlich zu tun? Und deswegen bist du doch vorbereitet, dass so ein paar Einstiegsfragen auf dich zukommen. Und Christian, ich fange heute mal an mit der Frage, die oftmals mit am schwersten zu beantworten ist, habe ich heute wieder erst bestätigt bekommen von jemandem. Und zwar, mit welchem einen Wort würdest du dich beschreiben? Ja, ich durfte ja ein bisschen drüber nachdenken, aber es war wirklich schwierig. Ich bin auf ein englisches Wort gekommen und da habe ich es dann übersetzt. Das klingt richtig spießig. Das englische Wort war daring und das beste passende Wort auf Deutsch wagemutig.
Und ich hatte auch sowas wie abenteuerlustig, aber das war mir irgendwie zu verspielt. Jetzt nicht, weil ich irgendwie ein Outdoor-Fan bin, sondern es ging mir eher darum, ich mag irgendwie Unkonventionelles auszuprobieren, rauszugehen, anzuecken und vor allem irgendwie zu machen und dann zu schauen, was das für Konsequenzen hat. Auch im Privaten, also ich gehe auch gerne irgendwie Skitouren, wo es auch mal ein bisschen aufpassen muss, dass einen keine Lawine erwischt. Aber auch im Business-Kontext spiegelt sich das, glaube ich, auch in unserer Marke wieder und ja, wagemutig. Mega, das ist ein sehr geiles Wort, muss ich sagen. Auch, also sowohl Deutsch wie auch Englisch, muss ich sagen. Das nehme ich definitiv mit. Sehr, sehr schön. Ja, kann ich nur so sagen. Also hast du die erste Prüfung mal mit Bravour bestanden, würde ich sagen. Dann machen wir es vielleicht ein bisschen einfacher, weil da musst du nur ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Was ist denn deine Lieblingsmarke der Kindheit? Das war easy. Lego. Ja, okay, das sind wir uns einig. Ja, also ich dachte auch, so muss ich jetzt irgendwas Besseres rauskramen, aber als Kind, ja. In welche Markenwelt fällt man so richtig rein? Das war für mich, also Heiligabend war für mich einfach nur gucken, wie ich jetzt dieses Fort zusammenbaue und diese Vorfreude, aber auch diese Recherche, was es alles noch gibt, wirklich eingetaucht, genau. Ah, schön. Ich hatte auch das Vor, sehr gut, oder ein Vor auf jeden Fall. Aber da muss ich jetzt auch gerade dran zurückdenken. Ja, schön, da sind wir uns definitiv einig, wie man merkt. Und jetzt die heutige Lieblingsmarke, du darfst Nucao natürlich nicht wählen. Also du musst eine andere Lieblingsmarke der Gegenwart nutzen. Die hat es auch noch nicht geschafft, glaube ich, dahin. Also in progress. Ja. Ich mag gerade sehr, sehr gerne Surreal aus England. Die machen Müsli. Ich weiß nicht, ob die HörerInnen kennen, aber das Marketing ist wirklich richtig gut, weil sie aus sehr wenig Budget sehr viel machen. Also sie haben überragende Ideen, wie gerade letztens, wo sie zum Beispiel Michael Jordan, Dwayne Johnson und Co., die Menschen, die so hießen, aber gar nicht die echten Michael Jordan, Dwayne Johnson sind, wirklich vor die Kamera geholt haben und dann gesagt haben, sag mal, wie es dir schmeckt. Und dann sagt irgendwie der Michael Jordan aus Dallas, Texas, oh, I actually like it. Und dann haben sie daraus eine Out-of-Form-Kampagne gemacht. Michael Jordan likes this cereal. Und die machen damit weiter und auch auf LinkedIn vor allem haben, glaube ich, über 80.000 Follower und zeigen einfach, dass da auch wieder Kreativität irgendwie Media schlägt. Und das macht einfach richtig Laune und ist, finde ich, nochmal ein bisschen unabgenutzter oder kreativer als jetzt ein Oatly oder so, die natürlich auch Vorbild sind, aber da ist dieser typische Sprech und dieses Werbung auf die Schippe nehmen irgendwie mittlerweile so ein bisschen gesehen. Und Surreal hat auch diese verspielten Jester-Elemente, aber ist irgendwie, finde ich, noch ein bisschen kreativer. Und ich weiß nicht, ich darf nur eine sagen, aber natürlich ist grundsätzlich, das ist so eine Klischee-Antwort, aber ist Patagonia für mich auch ganz weit oben. Gedacht. Ja, aber das wäre ja langweilig gewesen. Ja, finde ich gut, dass du nochmal eine andere noch mit reingebracht hast, auf jeden Fall. Isst du die Produkte auch? Kommst du daran irgendwie oder? Ich war mal tatsächlich über einen Investor in England, habe sie probiert und schmecken super. Also sind vor allem auch zuckerreduziert, haben ein Wertekonstrukt dahinter. Also zeigen aber auch, dass man darüber jetzt nicht im ersten Schritt immer reden muss, sondern bringt es spielerisch rüber. Guter Punkt, sehr cool. Ja, wunderbar. Dann letzte Frage an dich aus diesem Anfangskonstrukt und zwar, mit welchem Einsatz würdest du deine Aufgabe, deine Tätigkeit gerade beschreiben, wenn du deine offizielle Berufsbezeichnung sozusagen nicht nennen dürftest? Was machst du? Ich probiere auf, ich sag mal, möglichst spaßige, unterhaltsame Art, Menschen dazu zu bringen, den Schokoladenkonsum so ein bisschen zu hinterfragen, um sie dann aber auch von einer ganz bestimmten Marke zu begeistern. Also es ist erst dieser Purpose-Gedanke und guck doch mal, was du isst, was dahinter steckt, aber nicht zu moralisch aufgeladen. Und dann liebe ich es, Leute davon zu begeistern, dass meine Marke Nucao am meisten Spaß macht und am besten schmeckt. Sehr schön, wunderbar. Dann darfst du jetzt auch mal richtig loslegen und erstmal erzählen, wer oder was ist eigentlich. Erstmal musst du dich selber nochmal ganz kurz, also mit wem haben wir es eigentlich zu tun, Christian? Wer sitzt hier vor mir und jetzt darfst du mehr, wenn du willst, mehr als einen Satz sagen? Ja, gerne, aber macht Spaß, das sollte man immer machen, auch bei, weiß ich nicht, Dates oder so. ich bin Christian, bin 32, keine Kinder, unverheiratet und bin einer von drei Gründern von Nucao. Wir haben das 2016 gestartet. Davor war ich Wirtschaftsingenieur, war es noch nicht so richtig, habe es nur studiert und bin dann quasi direkt in die Gründung reingestolpert. Habe also keine andere Berufserfahrung außer Nucao. Davor gab es mal so eine Art Evidenzerlebnis im Praktikum bei dem Stuttgarter Automobilkonzern im Projektmanagement, wo ich wirklich fast eingegangen wäre und so eine Quarterlife-Crisis hatte, weil ich da gedacht habe, cool, jetzt habe ich 5 Jahre
studiert, um in so einem stark hierarchischen, politischen Konstrukt zu arbeiten und so ein Zahnrad zu sein. Und das hat mir gar nicht gefallen. Und dann wollte ich eigentlich Entrepreneurship und Marketing im Master machen. Und da kam dann die Idee genau dazwischen gerät. Und dann dachte ich, ja gut, dann kann man es auch gleich in der Praxis ausprobieren. Und ansonsten habe ich dann, und das beschreibt mich auch so, glaube ich, die Begeisterung für Kommunikation wirklich auch erst entdeckt. Wie gesagt, ich habe kein Marketing studiert oder sowas, aber mag schon immer die Musik, war schon viel auf der Bühne, privat einfach, spiele Gitarre, bin draußen. Ich mag es, auf der Bühne zu stehen, auch mal ein Keynote zu halten. Und im Laufe der letzten Jahre habe ich gemerkt, wie sehr mir wirklich Kommunikation Spaß macht. Und ich würde mal sagen, auf dem Strategie-Operational-Spektrum bin ich wahrscheinlich eher der wagemutige Umsetzer als der krasse Stratege. Ich brauche immer auch ein bisschen strategischen Input um mich herum und rede da gerne mit. Aber würde ich sagen, ich bin lieber eher schnell draußen mit was, als es ganz lange am Reißbrett zu entwerfen. Genau. Und ansonsten schlägt mein Herz für Nachhaltigkeit, für einfach Verantwortung zu übernehmen, egal in welchem Bereich es ist, und zu probieren, irgendwie, dass der Funke dann in andere Bereiche im Leben überschlägt. Und genau, das beschreibt mich jetzt mal so im Berufskontext ein bisschen. Sehr gut. Also mega, mega interessant schon mal, was du alles schon gesagt hast, allein vor dem Hintergrund. Ich meine, kommen wir später noch dazu. Du brillierst ja inzwischen auch in TV-Kampagnen und wenn man dich dann dort sieht, dann denkt man im ersten Moment eigentlich, dass du dafür irgendwo geboren bist. Ich hatte am Anfang, als ich eure Kampagne gesehen habe, auch nicht geglaubt, dass du selber Mitgründer bist. Und wenn man dann noch hört, dass du Ingenieur warst, sozusagen in deinem vorherigen Leben oder in einem vorherigen Abschnitt deines Lebens, dann ist es umso spannender. Aber es erklärt natürlich, wenn du immer Bock hattest, auf der Bühne zu stehen etc., warum du dann da irgendwie so natürlich und ganz intuitiv dich offensichtlich bewegen kannst. Aber da kommen wir später dazu. Jetzt darfst du noch ein paar Sätze zu Nukao mal verlieren. Wer oder was ist Nukao? Und gerne erzähl mal so ein bisschen ein paar Zahlen, Daten, Fakten, soweit du irgendwas erzählen kannst. Ja, was macht ihr? Wer seid ihr? Gerne. Nukao ist eine Schokoladenmarke und wir probieren Schokolade 360 Grad gut zu machen. Ja? Also es heißt gut für die Menschen, die es essen und gut für den Planeten. Und glauben, dass das dringend notwendig ist in der heutigen Zeit, weil wir Deutschen essen oder Deutsche essen 9 Kilogramm pro Jahr Schokolade, jede Menge. Und da gibt es einfach sehr viele Sachen, die schieflaufen, sowohl auf der sozialen Ebene, was den Handel angeht und die Bezahlung von KakaobauerInnen, aber eben auch Kindersklaverei, ganz dramatisch. Und darüber reden auch fast alle anderen neuen, modernen Marken nicht, eben auch, wie Umwelt und vor allem Regenwald zerstört wird für Kakaoanbau. Und wir glauben, dass da ein ganz großer Hebel liegt und probieren, das besser zu machen. Diese Tiefe, diese Mission, die kommt natürlich auch durch, aber wir probieren das natürlich vor allem durch leckere Produkte, die designt sind, voller Lebensfreude, die Bock machen, die im Regal auch ein bisschen auffallen. Wir sind komplett vegan, das heißt, da ist erstmal eine Hürde bei den KonsumentInnen, weil vegane Schokolade schmeckt so ein bisschen wie Knäckebrot für viele oder da wurde halt früher mit irgendwelchen Pulvern experimentiert und es ist, hat noch nicht den besten Ruf. Es ist so eine der Kategorien, die jetzt nach Milch- und Fleischersatz kommen und da wollen wir ganz vorne mit dabei sein, zu sagen, ey, das kann richtig brutal cremig und lecker sein und wollen wirklich mit Geschmack first quasi, kommen wir später auch nochmal darauf, überzeugen und hinten raus dann natürlich mit der Mission, mit dem Unterbau, was wir dann in der ganzen Supply Chain leisten, zum Wiederkauf auch anregen. Ja. Aber letztendlich ist es erstmal, was wir verkaufen, sind es leckere Schokoprodukte. Uns gibt es seit 2016, wir haben aber eine richtige Achterbahnfahrt hinter uns. Wir sind am Anfang wirklich aus der Garage oder aus der WG-Küche gegründet worden, haben uns zu dritt zusammengesetzt und dann waren wir erstmal ein ernährungswissenschaftlich optimierter Schokoriegel. Wir haben also gesehen, es gibt super viele Riegel da draußen, auch Proteinriegel und Co., aber vieles ist auf Dattelbasis, vieles schmeckt einfach nicht sonderlich gut. Und die Idee war, warum kann man nicht Kakao, was eigentlich eine gesunde Frucht ist, als Medium nehmen und da Nüsse und Früchte und so weiter reinwerfen und das als Snack für die Unibib mitnehmen. Und mein Mitgründer hat das dann in Tupperdosen gepackt und in die Bibliothek genommen. Und dann kam es auf einmal gut an, ne? Die Kommilitonen wollten dann auch mal snacken und so ist die Idee entstanden. Und wir waren dann immer erstmal auf diesem schon gesunde Schokolade-Trip, aber untermauert von unserem Nachhaltigkeitsgedanken. Also so ein bisschen Millennials, die gründen und
Wir waren auch viel in der Welt unterwegs. Ich habe Regenwaldabholzung Amazonas gesehen. Matthias war in Indien, hat gesehen, was Plastikmüll wirklich anrichtet, wenn man sich noch weniger darum kümmert als hier in Deutschland. Und da war für uns klar, der Unterbau muss 100% nachhaltig sein. Ja. Trotzdem war die erste Positionierung erstmal gesunder Schokoriegel. Und damit sind wir von 2016 bis 2020 echt schnell gewachsen, haben uns dann krass verbreitert. Wir haben dann noch eine Proteinmarke rausgebracht, New Move damals. Wir haben noch einen Müsli-Riegel rausgebracht, New Seed, und haben dann eine Dachmarke gebaut, The New Company, die sagt vielleicht noch dem einen oder anderen was. Ja. Sind noch dazu schnell ins Ausland und haben uns einfach verzettelt. Ja, also das muss man ganz klar so sagen. Wir haben auf der einen Seite zwar krass skaliert, haben aber den Fokus verloren. Und das ist, denke ich, auch ein spannendes Marketing-Thema grundsätzlich. Also so, ich glaube, irgendein BMW-Chef hat es mal gesagt, the biggest task in brand building is to say no. Und das hat man schon tausendmal gehört, aber wir sind auch nochmal voll reingetapst in die Falle, weil es dann doch sehr verlockend war. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, mit diesem Riesenkonstrukt, wir waren über 100 Leute, wir waren unterstützt von VCs, haben Millionen eingesammelt, waren da sehr gehypt, haben dann aber bei unserem Kernprodukt, dem Schokoriegel, gemerkt, dass irgendwas nicht ganz richtig läuft. Und wir wurden doppelt gefoolt, kann man sagen, oder in die falsche Richtung, auf die falsche Fährte gelockt. Nämlich einmal, dass man durch Einlistungen in den Handel sehr schnell wächst. Das aber noch nicht heißt, dass hinten raus auch aus den Regalen extrem viel rausgeht. Und das ist noch viel gefährlicher, wir sind basierend auf Erstkäufen gewachsen. Das heißt, viele Menschen haben auch durch unser Marketing, was ich jetzt mal behaupten würde, ganz gut war, auch so 2020, 2021. Wir haben Effis gewonnen und ADCs und sonst was, haben tolle Kampagnen gemacht. Das heißt, viele Leute haben einmal probiert. Problem, wir sind aus dieser super urbanen Low-Sugar-Hipster-Bubble rausgewachsen, zwangsläufig. Und die Masse der Menschen, die im DM, Rewe, Rossmann, Edeka einkauft, hat das einmal gekauft und dann gemerkt, ach, das schmeckt ja gar nicht wie Milka, komisch. Und nicht ausreichend wieder gekauft. Und das haben wir dann nach und nach, aber halt bestimmt dreiviertel Jahr zeitverzögert gemerkt. Und ja, dann hat es ein bisschen geknallt und wir haben uns zusammengesetzt und im Prinzip das ganze Business und vor allem auch die Marke reevaluiert und haben dann 2022 uns entschieden, ich würde wirklich so weit gehen und sagen, einen Pivot zu machen, eine komplette Neuausrichtung. Wir haben alles abgeschnitten, Proteinmarke abgeschnitten, Snackmarke abgeschnitten, alle Länder außer Deutschland und Österreich abgeschnitten, um zu sagen, wenn wir es schaffen wollen, auch wirklich einen Unterschied zu machen in einer spezifischen Branche, dann müssen wir erstmal in einem Land oder jetzt in zwei deutschsprachigen Ländern eine Schokoladenmarke aufbauen. Das ist unsere Kernkompetenz, das ist unsere Leidenschaft. Und ja, es gibt viele Marken, wenn man sich jetzt auch umschaut, die von ambitionierten ErstgründerInnen geführt werden, die denken, nur weil sie einen coolen Purpose haben, können sie kategorieübergreifend funktionieren. Und ich meine, man sieht es ja, wie Procter und Co. arbeiten. Man sollte eigentlich in einer Kategorie bleiben. Und das ist eine Lektion, die wir dann auch irgendwie lernen mussten. Und es gibt die wenigsten Schaffens. Also wenn man jetzt auch, es gibt Vegans, es gibt Share, es gibt Koro, aber so viele wirklich langfristig, 10+ Jahre, kategorieübergreifend, sehr schwer zu finden. Und wir haben uns eben dazu entschieden, dann einen Schritt zurück zu machen und voll zu fokussieren. Und seit 2022 gibt es eben diese neue Marke, die wir auch, können wir gleich nochmal drüber sprechen bestimmt, komplett neu auch designt haben. Wir waren kaum wiederzuerkennen, haben wirklich auch unsere Early Adopters, unsere ErstkundInnen haben wir teilweise krass enttäuscht. Wir haben den Zuckergehalt etwas erhöht und Neustart hingelegt. Und ich würde sagen, jetzt, 1,5-2 Jahre nach Relaunch, trägt das langsam Früchte und zeigt auch, dass das, glaube ich, die richtige Entscheidung war. Und jetzt würde ich sagen, wir sind so an dem Punkt, wir wollen die New Age Schokomarke werden in Deutschland und die Großen ein bisschen ärgern. Sehr gut, das war jetzt ein großer Ausflug auf jeden Fall, aber ich hatte dir das im Vorfeld erlaubt, dass du alle Meilensteine mal am Anfang einmal reingibst, weil ich habe bei jedem Meilenstein gefühlt nochmal eine Nachfrage, werden wir auch gleich machen. Für mich hat sich jetzt gerade schon ein bisschen was ergeben in meinem Kopf, weil diesen Relaunch, dieses Rebranding von 21, 22, habe ich so aus der Ferne auch erstmal kritisch beäugt, muss ich sagen. Aber erzähle ich dir dann später, was so mein Standpunkt in Anführungsstrichen dazu war oder meine das, was ich hier so wahrgenommen habe. Bevor wir jetzt noch richtig reinsteigen in die einzelnen Meilensteine und all das, was ihr bei Nucao gerade macht,
Hast du noch die Freude, Ehre oder vielleicht auch die Last, die Frage von deinem Vorgänger zu beantworten, und zwar von Bernhard Schmidt, der macht übrigens Fahrräder, also WUM, auch so eine Marke, die, ja, sag ich mal, eine Kategorie von hinten aufrollt sozusagen oder irgendwie so von der Seite ein bisschen reinkommt, kann man auch sehen. Und der hat dir eine sehr schöne Frage hinterlassen, die, glaube ich, zum Anfang ganz gut ist. Worauf kommt es wirklich an im Leben und was hat deine Marke dazu beizutragen? Also zweifache Dimension, Christian, passt jetzt aber ganz gut. Du hast dich vorgestellt, du hast Nukao vorgestellt. Und dann können wir doch den Abschluss dieses Kapitels mit dieser Frage vielleicht gemeinsam besiegeln. Ja, gerne. Und ich gebe auch die Antwort, die ich, glaube ich, spontan gegeben habe und habe mir jetzt vorgenommen, sie nicht zu sehr zu hinterfragen, weil die so groß ist. Also mir kommt direkt in den Sinn, dass es für mich im Leben darum geht, Verantwortung zu übernehmen. Und da das so hart klingt, und ich glaube, das ist ein ganz großer Glücksfaktor, und egal in welcher Hinsicht es ist, ob das familiär, beruflich, für sich selbst ist, aber Verantwortung zu übernehmen, ich glaube, macht glücklich und erfüllt. Aber da das so hart klingt, würde ich da noch ansetzen und sich dabei nicht zu ernst zu nehmen, also das Leben auch nicht zu ernst zu nehmen. Ich glaube, so diese Balance aus raus aus der Komfortzone, Dinge umsetzen, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, für die eigene Gesundheit, aber in meinem Fall auch wirklich zu sagen, da läuft was schief, ich mag Unternehmertum, deswegen mache ich jetzt und übernehme Verantwortung auch für Mitarbeiter und Co., aber gleichzeitig eben auch mit einem lachenden Auge und vielleicht auch so diese kosmische Betrachtung, so am Ende des Tages sind wir hier kleine Ameisen auf einem Planeten und ja. es ist auch alles nicht so schlimm, wie es manchmal wirkt. Und ich glaube, und deswegen bin ich, glaube ich, auch sehr glücklich und dankbar, das zu machen, was ich mache, weil da der, wenn du so willst, das ist ja fast schon Lebenssinn, vor allem in Bezug von, bei mir ist es Verantwortung auf den Planeten zu übernehmen, und das macht meiner Meinung nach Nukao in einer kleinen Branche, ja. Es ist nicht die Weltrettung vom Sofa aus, aber es ist eben eine Branche und da probieren wir es besser zu machen. Und gleichzeitig zu sagen, okay, du kannst hier ethisch und ökologisch auf einem sehr guten Niveau deine Schokolade genießen. Aber ja, also ich bin jetzt gerade irgendwie bei 8 Grad in See gesprungen für eine Kampagne und wir machen schon auch viel Quatsch und das Logo ist sehr psychedelic, crazy und davon sind wir auch weggekommen. Unser altes Logo sah aus wie ein Zahnpasta-Medizin-Logo und da haben wir gemerkt, das ist alles zu sachlich, zu funktional und deswegen Spaß haben, bisschen crazy sein, bisschen drüber sein, ist ein guter Ausgleich zu der etwas schwereren Verantwortung. Sehr gut, wunderbar. Du kannst ganz am Ende noch deine Frage dann droppen, die du an den oder die nächste hinterlässt, aber da kommen wir später dazu. Jetzt gehen wir nochmal die Chronologie von eurem Unternehmen nochmal durch und ich stelle nochmal meine Fragen, die ich da loswerden will. Weil die erste Frage, die mich tatsächlich trotzdem immer noch beschäftigt ist, hat die Welt 2016 eigentlich eine weitere Schokoladenmarke wirklich nötig gehabt? Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Natürlich ist der Markt extrem crowded und ich glaube nicht, dass es direkt ein bewusstes Bedürfnis in der Zielgruppe gab, jetzt da fehlt was, aber wir wären, glaube ich, nicht von, ich hatte jetzt vorhin nicht Zahlen, Daten, Fakten genannt, aber ich kann sie jetzt ein bisschen einstreuen, ja, auf über 10 Millionen Umsatz in ein paar Jahren skaliert, wenn es da keinen Need gegeben hätte. Und ich glaube, es passiert einfach in jeder Kategorie. Ja, wir hatten ja gerade schon von Patagonia gesprochen, die das in der Outdoor-Bekleidungsbranche machen. Es gibt Oatly, die machen es mit Milchersatz. Und im Schokoladenbereich gab es das unserer Meinung nach nicht, zumindest noch nicht in der breiten Masse. Es gibt natürlich im Lebensmittelbereich immer die Fachhandelsmarken bei Alnatura und Co., die da schon viel richtig machen, aber die erreichen einfach oft nur eine sehr kleine Lohas, Lifestyle of Health and Sustainability Zielgruppe, aber schaffen nicht so den Sprung raus. Und was wir gesehen haben, ist, es gibt einen großen Fairness-Trend, also Fairtrade-Trend, wo auch unsere Competitors, Tony's Chocolonely, Jokolade, auch schon sind. Aber das geht uns als ja, Ökos halt nicht weit genug, um das ein bisschen zu überspitzt auszudrücken. So, wenn du einen Bauer, eine Bäuerin fair bezahlst, das ist wichtig, aber wenn sie dann in 10 Jahren auf einer trockenen Plantage steht, auf einer hochpestizidbelasteten Plantage steht, dann ist das auch noch nicht ausreichend. Das heißt, wir probieren es ganzheitlich zu denken und deine Frage ergibt absolut Sinn, denn nach dem, was ich gerade beschrieben habe, fragt immer noch niemand. Keiner steht vorm Schokoladenregal und sagt, mit welcher Schokolade kann ich jetzt hier die Welt retten, sondern ich glaube, geschmacklich und markentechnisch war es gesättigt. Und wir müssen im Prinzip durch diese
Purpose, durch diese aufklärerische Arbeit, zu sagen, hey, denk nochmal drüber nach, müssen wir diesen Need so ein bisschen erschaffen. Mhm. Und das macht es eben auch nicht ganz so einfach. Also da war jetzt nicht die Lücke für irgendwelche Sorten oder sonst was, die wir gefüllt haben. Ja, aber wie kommt man trotzdem dann da drauf, wenn wir nochmal bei euch in der WG-Küche bleiben und Studium und so weiter? Wie kommt man dann da drauf? Also gab es da immer mal so einen Apfel fällt auf den Kopf Moment, dass du sagst, wir müssen jetzt Schokolade machen oder eben das machen, was wir machen. Und erzähl mir auch gerne, weil das interessiert mich auch, wie lief das dann ab? Ich meine, sitzt man da mit so einem Schneebesen und ist dann da ein bisschen dabei, Schokolade zu schmelzen? Oder wie lief das dann? Also erster Moment, so gab es wirklich für euch einen Moment, ey Scheiße, ihr wart vielleicht angestrichen, angetrunken und habt gesagt, wir müssen Schokolade machen. Und der zweite Moment, eben, wie macht man das dann eigentlich? Ja, die Story ist witzig. Mein Mitgründer hat von seiner Ex-Freundin ein Schokoladen-Selbstmach-Set geschenkt bekommen. Ach komm. Weißt du, diese Dinger mit so einer Form und dann machst du Schokolade rein und dann streuselst du so ein paar Nüsse und am besten noch so Blüten oder so drüber und verschenkst das. Und mein Mitgründer Matthias ist so ein bisschen so ein Ernährungsfreak gewesen, also auch neben Ingenieurstudium noch Heilpraktika-Ausbildung gemacht. Der andere Mitgründer Thomas war irgendwie immer krank und hat für sich Ernährung auch als großen Baustein gesehen, um einfach nicht ständig ein Virus oder eine Erkältung oder sonst was zu haben. Und ja, das ist also auch das Element, was er reinbringt. Ich bringe die Kommunikation rein. Matthias hat viel diese stoische Vision und einfach machen. Und dann hat er gesagt, ich lasse jetzt den Zucker raus. Ich nehme auch nicht so eine olle Form. Ich werfe es jetzt in den Kochtopf rein. Dann ordentlich Samen, Nüsse reingekippt und die Dinger dann praktisch getrocknet und so hässliche Klumpen einfach als Snack mit in die WIP genommen. Wie du merkst, da war kein Kalkül oder Business-Gedanke da erstmal dahinter. Das sind ja oft dann auch so die Ideen, die es vielleicht dann doch irgendwie auch mehr schaffen. Wir waren keine WHU-Studenten, die jetzt nach einer Lücke gesucht haben. Es war wirklich ein Eigenbedarf. Und dann war schon so, als ich das auch das erste Mal probiert habe und so, ich bin dann relativ schnell, haben sie mich angerufen und brauchten noch jemanden. Und es war schon so krass. Ich kann das jetzt essen und habe kein schlechtes Gewissen. Und es ist auch nicht so, dass ich gleich die ganze Tafel essen will oder den ganzen Riegel auf einmal mehr reinziehe. Das ist halt einfach, weil weniger Zucker drin ist und weil Kakao diese Bitternis hat. Und das war schon so, okay, funktionale Schokolade, das gibt's noch nicht. Jetzt sind wir natürlich 8 Jahre später gar nicht mehr so funktional, wie wir waren. Also tatsächlich, so habe ich das auch noch nie wirklich so öffentlich analysiert, aber wenn man sagt, wir sind durch den Markt rein, durch eigentlich noch ein spitzeres Produkt, nämlich, nennst du jetzt wirklich mal gesunder Schokoriegel, also es war wirklich unter 20% Zucker, voller Hanfsamen, es war wirklich wie ein Müsli-Riegel, aber das Medium war Schokolade. Und dann hatten wir natürlich jetzt einen Stein im Brett, sind in der Branche ein bisschen angekommen, haben Listungen und haben uns jetzt ein bisschen Richtung Mainstream und Schokoladengenuss auch bewegt. Hätten wir so den Markteintritt hinbekommen, war das spitz genug? Vielleicht nicht. Ja, aber das war so ein bisschen die Reise und den Moment gab es eigentlich tatsächlich, als uns die Kommilitonen das in der BIP aus den Händen gerissen haben und dann gab es tatsächlich so einen Parkbank-Moment, wo wir gesagt haben, wir können das Zeug doch eigentlich auch verkaufen und der Trigger dann wirklich weiterzumachen, muss man sich so auch nochmal Lob an RWTH Aachen oder generell, glaube ich, Gründerzentren in Unis, die uns eingebläut haben, so ey, Leute, ihr seid jung, egal was ihr für eine Idee habt, macht einfach mal, schreibt einen Businessplan, wir helfen euch, ein Stipendium zu bekommen und das haben wir dann auch geschafft, so ein Exist-Stipendium vom Bundeswirtschaftsministerium zu bekommen und da waren wir dann erstmal ein Jahr finanziell unterstützt und das war der Startschuss. Mega, sehr cool, sehr schöne Darstellung auch. Ich erinnere mich übrigens, also wir haben für June mal gearbeitet, die sind so ein Startup, machen Datteln in Schokolade ummantelt und wir hatten mit denen damals so ein Projekt, wo die auch noch ganz, ganz junges, kleines Startup waren, da haben wir auch über euch gesprochen. Damals wart ihr noch der funktionale Schokoriegel und ich weiß noch, muss ich jetzt dazu sagen, ich habe dann immer über euch abgelästert. Wäre jetzt auch ganz offen. Da haben wir gesagt, ja, also die schmecken aber nicht, ne? Die sind cool und rebellisch und alles Mögliche und so weiter, aber die schmecken halt, also mir nicht so gut auf jeden Fall. Und dann habe ich gesagt, weil June, kannst du auch mal probieren auf jeden Fall, falls du es noch nicht gemacht hast. Schönen Gruß an der Stelle auch an Sie. Bei denen haben wir immer festgestellt, die kommen von der anderen Seite. Ne? Die kommen über den Genuss, über den Geschmack und so ein bisschen über das Verführerische in dem Moment und sind gleichzeitig nachhaltig. Und das ist ja eigentlich auch euer Weg inzwischen, über den wir auch gleich nochmal reden können. Aber ich will mal noch diesen einen Schlenker machen, den du auch gerade eingebaut hast. Erzähl mal, wie war euer Markenhabitus sozusagen oder einfach eure Marke aufgestellt sozusagen von 2017 bis 2021, also eigentlich bis zu dem Pivot sozusagen. Du hast eben schon gesagt, ihr saht aus wie so eine Zahnpasta-Marke oder so, glaube ich, gesagt. Ne?
Genau. Also wir haben am Anfang haben wir so eine, ich glaube, es war so eine X- und Y-Achse, haben uns da positioniert. Wie gesagt, ich war ja gar kein Pro-Marketeer, aber das hatten wir dann auch irgendwie rausgefunden. Und da gab es eben die, ja, ich sag mal, altmodisch-modernen Achse und dann gab es die Genuss-Funktional-Achse. Und wir wollten im Prinzip modern-funktional aussehen und haben uns wirklich auch komplett so aufgestellt. Das Logo war serifenlos weiß mit einem Plus drin, die Farben pastellisch und ganz clean. Wir hatten am Anfang auch Pappkartons, weil wir es mit der Verpackung auch damals schon so ernst genommen hatten, dass wir kein Plastik nutzen wollen, dass wir so eine durchsichtige, kompostierbare Folie hatten. Und dann haben wir per Hand einen Karton drumherum gemacht. Und dann meinte irgendwann jemand in der ersten Design-Iteration, Leute, es sieht exakt aus wie Elmex in Aronal. Und wir so, fuck, der hat recht. Und dann haben wir es ein bisschen angepasst, aber ich denke mir immer noch, dieses Produkt, da hätten wir mit, weiß ich nicht, 5 bis 10 Leuten einen soliden Online-Shop bis heute führen können und ein ruhiges Leben führen können, weil das schon ein valides Produkt ist für eine spitze Zielgruppe. Und wie gesagt, die Marke war funktional und wir haben ja dann immer gemerkt, dass genau das kommt. Ah, aber Genuss ist doch Schokolade, Genuss ist doch viel wichtiger. Und dann haben wir probiert, die Marke immer so Richtung Genuss zu tweaken. Und dann haben wir auf einmal Kakaoblätter aufs Packaging gemacht. Dann haben wir gesagt, wir müssen weg von den Pastelligen. Und das hat es eigentlich nur verwässert, weil die war schon gut so, ja. Aber die war jetzt nicht einfach so ein bisschen Richtung Geschmack zu bringen, weil der Kern war wirklich funktional. Und das, ich fand eigentlich, unsere Ursprungsgedanken waren richtig. Und wir haben uns dann immer weiter von außen, weil Schokolade einfach, kulturell ist das einfach Genuss. Und wir haben halt dieses Paradoxon. Ich konnte an einem Messestand eine Stunde lang jemandem pitchen, dass diese Schokolade wirklich gut für dich ist. Und dann habe ich ein zweites Stück angeboten. Die Person war, ey, nee, ist immer noch Schokolade, ja, ich muss abnehmen. Und so, okay, das ist wirklich so tief verankert. Und das war dann auch der Punkt, warum ich dann gesagt habe, ganz neue Marke, ganz neu. Naja, das ist auch insofern fast ein bisschen ein doppeltes Problem, wenn du jetzt natürlich das Produkt designtechnisch in die Richtung bringst, dass es irgendwie leckerer aussieht, das Produkt selber aber immer noch sehr funktional bleibt und irgendwie dann doch nicht so richtig lecker ist, so wie ich ja damals auch hart festgestellt habe, dann schaffst du ein doppeltes Problem, weil du enttäuschst halt den Kunden dann in dem Moment. Ne? Also lockst ihn an vielleicht über einen so halb leckeres Design, was schon mal leckerer ist als das, was ihr vorher hattet. Und dann ist das Produkt aber irgendwie so ein bisschen enttäuschend. Dann kommst du natürlich schnell bei diesem Erstkäuferproblem raus, was du vorhin schon beschrieben hast. Dabei wurden wir aber immer noch unterstützt von unseren Fans, also die ja auch 70.000 ja, auf Instagram waren, was denen es auch geschmeckt hat. Und das ist wirklich so diese verzerrte Wahrnehmung, dieser Bias, den wir da auch die ganze Zeit hatten. Ja, wir wachsen und trotzdem gibt es ja die Community, die wir eben auch durch sehr krasses Marketing um uns geschart haben. Wir waren praktisch umzingelt von Leuten, die uns genauso mochten und das war ja auch so. Aber wir sind nun mal keine D2C-Online-Brand oder wir haben uns dazu entschieden, sie nicht zu sein, weil wir im Supermarktregal liegen wollen und wirklich da verfügbar sein möchten. Aber dann spielst du eben das Konsumgüter-FMCG-Spiel und deine Theke, auf der du verkaufst, ist endlos lang. Und da musst du auch in Buxtehude und sonst wo eben auch ein bisschen was verkaufen. Und das haben wir dann nicht geschafft. Ja. Also bleibt dabei, extrem spannende Geschichte auf jeden Fall. Und jetzt erzähle ich dir, was ich damals gedacht habe, weil ich bin trotz dessen, dass ich geschmacklich jetzt nicht der Mega-Fan war, war ich von eurer Marke irgendwie Fan, weil ihr habt es gut gemacht. Und dieses Thema, so liebe Schokoladenhersteller, esst ihr eigentlich euer eigenes Zeugs? Das war ja noch unter New Company, ne? Genau, das also, war so unsere... Ja, okay. Ja. Wir so Coming Out Big Bang Kampagne 2020. Lauteste Kampagne, genau, ja. Und genau, da habe ich natürlich dann spätestens, da habe ich ja dann irgendwas von euch mitbekommen. Und dann kam dieser Shift eben von The New Company eben zu Nukao, auch designtechnisch, wie du gesagt hast, irgendwie von, sag ich mal, Apotheker oder Zahnpasta-Marke hin zu Psychedelic und, muss man trotzdem auch sagen, irgendwie einem verführerischen Design, was so State of the Art ist, also wie man sich es eigentlich vorstellen würde heutzutage. Und ich habe damals gedacht, irgendwie ist dieser Shift nicht so richtig nachvollziehbar, weil das hat so gewirkt, als ob ihr so eure Wurzeln verlasst und ihr geht dann in diesen super Mainstream-Bereich rein und habt euch irgendwie von irgendeiner coolen Agentur vielleicht irgendwie so eine Mainstream-Design verkaufen lassen, in Anführungsstrichen. Und irgendwie hat sich's wie so angefühlt wie, also jetzt verlassen sie eigentlich ihren Weg. Und am Ende war es ja eigentlich genau so, ne? Dass wir den Weg verlassen haben, meinst du? Ja, also dass ihr halt neu gestartet seid in dieser Weise. Genau, also das kann man wirklich so sagen. Und
Also das ist ja auch das, was auf Instagram nachzulesen war. Wir haben, ja genau, ihr verratet eure Werte und das ist jetzt einfach nur noch für den Mainstream, für den Profit. Das finde ich immer sehr interessant, so wie Leute denken, wann und wie schnell man irgendwas für den Profit macht, wenn man, also es wäre schön. Also das ist absoluter Käse natürlich, aber also wir sind eigentlich uns krass treu geblieben. Wir haben nämlich gesagt, okay, den größten Hebel und die Verantwortung, die wir übernehmen wollen, ist im Bereich der Nachhaltigkeit. Bio, ja, vegane, faire Schokolade in Papier verpackt in den Mainstream bringen. Und wir waren eben immer dieses Low Sugar. Und jetzt haben wir das Low Sugar reduziert. Und ich muss das auch nochmal, das ist vielleicht nicht so spannend im Brand Podcast, aber kurz klarstellen, wir sind immer noch bitterer als der Mainstream. Wir sind immer noch 30-40% weniger Zucker. Wir haben nur uns selbst die Latte so hochgelegt. Wir waren immer 65% weniger Zucker. Und dann haben wir das aufgelöst. Und teilweise war dann doppelt so viel drin, aber das sind immer noch 30% weniger Zucker als eine Milka oder andere Konkurrenten. Und da haben wir uns dann selbst einfach praktisch, das war dann selbst die Messlatte so hochgelegt, dass uns dann viele das auch verübelt haben. Und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Aber 5 der 6 anderen USPs, die sich eher um das Thema Nachhaltigkeit drehen, sind halt geblieben. Und was ich so ein bisschen gemacht habe oder mein Gedankenspiel in der Zeit, was zu diesem radikalen Move geführt hat, war, dass ich gesagt habe, ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt, dieses Reverse Engineering, gedanklich, kann auch ganz schnell machen, 10 Jahre von jetzt. Es gibt eine Marke, die hat in Deutschland wirklich Marktanteil, weiß ich jetzt nicht, 5-10%, hat die 4 Großen wirklich geärgert. Wie sieht die aus? Einfach so, wie kann ich mir so eine Utopie? Und dann habe ich mir unser Packaging angeschaut und meine initiale Reaktion war einfach so nicht. So wird sie nicht aussehen. Und da das unser Hauptziel ist, war es okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall was ändern. Und dazu eben die Daten, dass wir auch, wir hätten die Listungen nach und nach verloren. Wir haben einfach nicht genug Menschen geschmeckt. Und die 2 Fakten waren dann so, gut, dann werden wir jetzt eine leckere Marke. Und wenn wir jetzt sowieso leckerer werden, dann können wir auch unser gesamtes CI und Co. darauf anpassen. Und klar, aus Business-Sicht und auch teilweise in unserem Umfeld von BeraterInnen war natürlich die Sorge groß. Also das ist ja auch interessant. Es wurde irgendwie gesagt, es wurde euch bestimmt irgendwie von Investoren oder so aufgedrängt. Das Gegenteil war der Fall. Also witzig, es ist eher so, wollt ihr das nicht inkrementeller machen? Inkrementeller Wandel, hier ein bisschen tweaken, da ein bisschen tweaken, dann passt das schon. Und wir haben dann gesagt, nein, kompletter Switch. Und ja, das hätte uns auch wirklich den Kragen kosten können. Das muss ich wirklich so, ist jetzt nicht überdramatisiert. Warum? Naja, wir haben unsere komplette Core Base an Kunden, haben wir eigentlich im Prinzip erstmal enttäuscht und verloren und haben auch die aufgebaute Markenbekanntheit, die schon über 20% unterstützt lag. Ich habe leider keine direkten Daten danach, aber auf jeden Fall eingebüßt. Ja, klar. Ich höre es heute noch, dass ich sage, ich bin von Nukao und dann zeige ich irgendwie das alte Logo. Ah ja, ja klar, schon mal gesehen. Das neue Logo ist noch gar nicht da. Also wir haben da schon 6 Jahre Markenarbeit auch teilweise aus dem Fenster geworfen. Und trotzdem wurden wir damals mit Share zum Beispiel oder mit anderen Marken verwechselt, weil wir einfach ein weißes Logo mit einer Futura-Schrift gefühlt hatten und einem Plus, was aussah wie Lemonade. Ich übertreibe. Ja. Und da muss man sich halt irgendwann fragen, okay, wollen wir jetzt wirklich in 10 Jahren das beste Ergebnis haben oder jetzt möglichst sanft nur alles ändern? Und wir haben halt gesagt, nee, wir wollen jetzt das Beste machen, wo wir glauben, langfristig werden wir hier eine richtig krasse Marke aufbauen und probieren, das kurzfristig zu überleben. So, und das haben wir gemacht. Mega. Also das ist echt ein Privileg für mich, jetzt diese Story nochmal live und in Farbe und echt direkt von einem der Mittäter sozusagen zu hören. Weil ja, wenn du da so weit weg bist, wie ich das ja auch war, dann denkst du eben, ja, klassisch entweder Profit getrieben oder, wie du gesagt hast, irgendwelche Berater um euch herum, die jetzt irgendwie sagen, ja, das müsst ihr jetzt machen, alles Mögliche. Aber du denkst nicht daran, dass ihr selber diejenigen wart, die das so gedreht haben und vor allen Dingen auch mit einer geilen Methode noch dazu. Und was ich für mich immer noch auch so in unserem Umfeld hier spannend finde, ist, hätte ich das beraten in die Richtung, weil ich meine, das ist genau unsere Funktion, unser Job, um genau so Unternehmen eben zu begleiten. Und da stelle ich mir jetzt wirklich die Frage, wie hätte ich es gemacht? Und es hätte sehr viele Gründe auch gegeben, es nicht so zu machen, wie du das gerade beschreibst, um ganz ehrlich zu sein, auch wenn ich jetzt mich selber jetzt hier schlecht darstelle, weil wie gesagt, meine Aufgabe, ich hätte darauf kommen können, aber einfach auf der Habenseite sind viele Sachen, wo man dann sagt, ja, inkrementeller, kleiner, keine Ahnung, Zweitmarke, was weiß ich, alles Mögliche. Das haben wir auch alles überlegt und ich will jetzt auch nicht das für mich pachten, dass es richtig war. Also lass uns gerne schon mal einen Termin in 5 Jahren ausmachen und dann gucken wir mal. Also das ist
Wirklich, ich bin da nicht jetzt so, dass ich jetzt hier irgendwie sage, altklug, irgendwie, das war der richtige Move. Wir sind mittendrin. Es passiert gerade und es sind nur so ein paar Anzeichen, wie zum Beispiel jetzt, dass unsere Tafel national bei Rewe und DM gelistet wird. Das wäre mit der alten gar nicht möglich gewesen, weil das Tafelschokoladensegment wirklich Genuss first ist. Und ja, also das ist so ein Zeichen, das ist die Hauptkategorie in Schokolade, bei der wir jetzt anfangen, Erfolg zu haben. Und das sind solche Anzeichen, wo ich sage, okay, könnte aufgehen der Plan, aber ich weiß es auch noch nicht. Und es hätte sicherlich auch andere Wege gegeben, aber vielleicht noch einen Faktor. Dadurch, dass wir die Produkte auch geändert haben, wollte ich auch teilweise, dass Leute uns nochmal löschen und neu programmieren, weil in ihrem Gehirn, weil Leute wie du ja gesagt haben, du Kau schmeckt nicht. Und wenn du jetzt die Marke so mal so neu präsentiert kriegst oder vielleicht auch ne, alles, was du über sie weißt, nochmal in Frage stellst. Wir mussten ja manchen Leuten, die enttäuschte Erstkäufer waren, nochmal so eine Möglichkeit die Tür aufmachen. Und das weiß ich jetzt nicht faktenbasiert, ob das passiert, aber ich wollte nur sagen, die Produktänderung hat natürlich das Rebranding auch nochmal irgendwie gerechtfertigt. Ja, absolut. Ich würde sogar gerne für meine Hörerinnen und Hörer festhalten, dass es eigentlich immer aus meiner Sicht zumindest immer der erste Schritt sein sollte. Also wir werden ja auch oft gefragt, ja, sollen wir unser Logo verändern, unser Brand neu aufstellen und so weiter. Sage ich immer, ja, wenn Inhalt und Aussehen nicht mehr zueinander passt. Und das war ja bei euch auch der Fall. Weil ja. Gesagt, das Inhalt hat sich radikal verändert. Und das wäre ja auch wäre zumindest spannend geworden, wenn ihr gesagt hättet, okay, der Inhalt hat sich radikal verändert und wir bleiben immer noch New Company mit dem ganzen Zeugs drumherum, was wir gerade schon besprochen haben. Also meine Frau, die auf jeden Fall auf die 9 Kilo Schokolade pro Jahr kommt, der habe ich am Samstag mal ein Stück zugeschanzt, auf jeden Fall von euch. Und Jörg, das ist lecker. Also wir haben leider noch nicht viel mehr drüber sprechen können, aber sie war auf jeden Fall happy, was das Geschmackserlebnis angeht. Und die ist auch sehr kritisch. Die sagt auch sofort so, nee, ist nichts für mich und so weiter. Und sie ist großer Milka-Fan. Also von daher scheint ihr da einen guten Geschmack getroffen zu haben. Jetzt gehen wir mal mehr in die Neuzeit, weil wir sind schon mehr oder weniger in der Neuzeit, aber ich bin ja auf euch aufmerksam geworden, mal spätestens, als ihr letztes Jahr, wann war das so, Oktober, November ungefähr, eure TV-Kampagne, glaube ich, gestartet habt, ne? Wo du ja selber auch eine Hauptrolle gespielt hast, da müssen wir jetzt noch nicht drauf eingehen, aber erzähl mal, wie ihr eure Marke eigentlich führt. Also wie können wir uns das vorstellen? Mit welcher Tonalität, welcher Archetyp seid ihr? Was ist so ja euer Charakter, wenn man über eure Marke spricht? Mhm. Also wir haben natürlich den CI-Guide und Co. und haben natürlich am Anfang das zusammen mit der Agentur Lit, kann ich an der Stelle auch mal benennen, die das Rebranding mit uns zusammen auch strategisch begleitet hat, gemacht. Und ich muss sagen, von dem Brandguide, so viel ist da gar nicht im Alltag immer präsent, aber es sind zwei Sachen, die wir immer wieder auch nutzen, oder sagen wir mal drei. Das erste ist Tonalität. Da haben wir für uns drei Wörter definiert und alles, was wir machen, ob das ein Dankes-Newsletter ist für irgendeinen Newsletter oder ob es ein Instagram-Post ist, was es auch immer ist, oder natürlich dann am Ende auch die TV-Kampagne, wird immer dem Test unterzogen, ist es bold, real und cheeky. Das sind hier natürlich schön Denglisch alles, aber bold ist, denke ich, klar. Ich sage immer, könnte das auch dieses Text-Piece oder dieses Content-Piece, könnte das auch eine x-beliebige andere, in Klammern Nachhaltigkeit, Marke so posten? Wenn ja, nochmal machen. Also das ist ganz wichtig. Und es kann der kleinste Text sein. Genau, dann real ist natürlich einfach, ist es faktenbasiert, kann man statt dieses Content-Pieces vielleicht auch irgendwie ein Selfie-Video machen, wo man unser Büro im Hintergrund sieht. Also einfach Authentizität, echte Menschen aus Leipzig wollen hier was bewegen. Auch wenn wir vielleicht manchmal aussehen wie irgendwie eine große Marke, so, da muss man immer wieder durchscheinen, dass wir echte Leute sind. Und cheeky ist natürlich das Augenzwinkern, der Witz, auch dieses Nicht-Ernst-Nehmen, auch immer ganz wichtig und auch natürlich herausfordernd, dass du jetzt nicht immer nur den stumpfen Karlauer raushaust, sondern auch wirklich probierst, wirklich ja, witzig zu sein. Also dieses Bold, Real, Cheeky ist unsere Tonalitätspyramide und da gucken wir wirklich jede Woche drauf. Dann haben wir eine Messaging-Hierarchie, die natürlich total je nach Kampagne variiert. Aber wenn man jetzt mal von außen auf die Marke guckt und auch auf unsere KundInnen, dann ist es auf der Eins ist Taste, also auf der Eins ist Geschmack. Dann kommt Good for Me und dann kommt Good for the Planet. Das ist natürlich spannend, weil unser Purpose der Marke natürlich genau andersrum ist. Also der ist, we are in business to protect nature. Also wir sind eigentlich das reine, wir hätten auch wahrscheinlich andere Sachen verkaufen können als Schokolade, mal so rein vom, warum wir morgens aufstehen. Aber
das ist auch was wir gelernt haben. Natürlich am Regal bei dem Produkt ist Genuss das Wichtigste. Und deswegen sieht zum Beispiel unser Packaging so aus, wie es aussieht. Du hast vorne wirklich leckere Taste Shots, die Sorte ist groß und dann drehst du es um und dann siehst du erst, da steckt ein bisschen was dahinter. Und genau, natürlich, wenn wir jetzt eine Guerilla-Kampagne machen, so wie gerade irgendwie zur Papierverpackung, ist natürlich nicht Taste auf der Eins, aber für die Gesamtmarke ist es so ein bisschen raus aus der Bubble, dass irgendwie es nur um diese großen, schweren Thema Nachhaltigkeit geht, sondern das Produkt, den Produkt nutzen, der bei uns nun mal Genuss ist, bei Schokolade, den an der Eins halten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das Dritte, nach jetzt, was habe ich gesagt, Tonalität und Messaging-Hierarchie, ist genau dieses ganze Thema Archetypes oder ich finde auch diese limbischen Grundbedürfnisse super spannend, wo wir uns so ein, ja, zwischen, immer so ein zwischen dem Jester und dem Hero so ein bisschen hin und her bewegen. Ich muss zugeben, dass sehr viele Strategie-Sessions und haben wir über Archetypen gesprochen und die helfen am Anfang auf jeden Fall, aber ich finde es manchmal auch schwierig, sich dann wirklich auf einen komplett zu stürzen und zu sagen, es muss jetzt, ja, muss jetzt sein. Aber wir haben auf jeden Fall Jester-Elemente und, sorry, ich habe gerade Hero gesagt, ich meinte Rebel. Also Jester und Rebel sind so die beiden, die sich da die Waage halten. Und dazu, auch wie du gesagt hast, das Logo, wir haben auch noch so einen Sensual Touch, also diese Cremigkeit. Also das Logo ist handgemalt von dem Creative Director von Lit. Das ist keine Schriftart oder so. Und da, wenn man da reinguckt, das sind, sich das genau anschaut, das sind wirklich so Drips. Also es fließt praktisch alles. Und auch in unserem Werbesong, so cremig, oh yeah, bio, vegan, fair, haben wir auf jeden Fall diese Cremigkeit, dieses, ja, verführerische fast schon, was sich dann auch in dem Rot-Rosa widerspiegelt und natürlich uns auch so ein bisschen absetzt von den anderen Competitors aus Holland zum Beispiel. Ja, kann ich ja hier sagen, ne? Tony's ist ja, klar, Supermarke, die ja auch das Fairtrade-Thema am größten spielen. Die sind halt die blockigen, festen, da knackt's, da ist es, ne, richtig blockig. Stimmt, guter Punkt. Und wir sind eher die cremigen und das ist eben auch spannend, also wie viel dimensional das ist. Wie Milka und Rittersport so ein bisschen. Milka ist eher zartschmelzend und Rittersport ist eher knackig, dick und... Sehr gut. Ja, ja, das ist... Jetzt gibst du mir mein Alibi, warum ich euch nicht unbedingt mögen muss. Wir dürfen ja auch uns hier gut unterhalten und Podcast machen und ich kann euch ja auch markttechnisch extrem bewundern, was ich hier tue, aber trotzdem jetzt nicht mega Fan vom Produkt sein, weil ich bin immer Fraktion Rittersport und Tonys, eben weil ich brauche diesen Knack, dieses Feste. Ja, es gibt Leute in meinem Umfeld, die packen Schokolade auf die Heizung, um sie leicht anzuschmelzen. Und die anderen im Kühlschrank, ne? Bei dem Thema, ja, ne? Ja, genau, ich bin eher Kühlschrank. Aber das ist sehr gut, dass du das sagst. Und dann fühle ich mich jetzt hier nicht die ganze Zeit so schlecht, dass ich mit dir im Interview bin und wie gesagt irgendwie euch cool finde. Aber das geht, das Produkt mich nicht so ganz abholt. Aber wichtig, jetzt holt sehr viele anderen ab, kann ich ja nochmal sagen. Okay, mega, mega spannend, was du beschreibst. Also ich mache die ganze Zeit so innerlich ganz viele Kreuze und ich würde eigentlich die ganze Zeit hier jubeln vor dir sitzen, wenn ich mich nicht ein bisschen in Fassung gehalten muss. Auf jeden Fall, nee, ist echt so, weil das, was du erzählst, holt mich komplett ab, auch inhaltlich, strategisch, wie ich finde. Jetzt muss ich eine Frage so mal reinsneaken, die mir die ganze Zeit schon ganz am Anfang so auf der Seele brennt. Weil du gesagt hast, du bist auch mit deinen Gründerkollegen durch die Welt auch geflogen, in unterschiedlichen Ländern, Indien und Amazonas und so weiter. Und ich muss jetzt mal die Frage stellen, was verändert das, wenn du das selber siehst und wenn du siehst, ja, was die Leute für Arbeitsbedingungen haben und so weiter, verändert das dich und damit auch euer Marketing, eure Art, wie ihr eine Marke führt? Weil, also man stellt sich ja manchmal so die Frage, woher kommen diese Millennials, die da irgendwie so eine Marke gründen, wie ihr es gemacht habt? Sind das jetzt irgendwas, sag ich mal, ja, profitorientierte Leute, die einfach sehr smart sind, die super Marketing machen können und so weiter? Oder sind das Menschen, die wirklich was bewegen wollen? Ich würde dich jetzt einfach mal grundsätzlich in die Kategorie packen, dass du offensichtlich was bewegen willst, nach der Zeit, wo wir uns hier unterhalten. Aber der andere Punkt ist einfach, kannst du mal erzählen, ob das was verändert, wenn du so Sachen dir anguckst? Ja, also ich glaube, die letzten, ich muss jetzt immer diese 8 Jahre, das ist so viel Zeit, aber ja, die letzten 8 Jahre zeigen, dass das absolut was bewegt hat. Vielleicht habe ich es nicht in dem Moment immer so erkannt, aber die Resilienz und das Durchhaltevermögen, was irgendwie dafür nötig war, dass ich jetzt und auch viele Opfer, ja, also einfach die lange Zeit und wirklich auch letzten 2 Jahre oder jetzt, ne, waren wirklich auch schwer. Also das haben wir jetzt, das kam vielleicht nicht so durch, ne? Das ist vielleicht auch nochmal interessant zu wissen. Dieser Pivot war jetzt nicht irgendwie easy going. Also das war wirklich Grenze. Und sehr, sehr schwierig und keine einfache Zeit, weil wir das in einer Zeit von Inflation und ja, diversen Krisen gemacht haben. Also Konsumklima war am schlechtesten Punkt seit 30 Jahren in unserem Relaunch-Monat, ein Witz, wo alle Leute halt auf Eigenmarke umsteigen und DM Bio kaufen und keine Premium-Schoki. Aber zurück zu einer Frage. Ich war
in Brasilien im Auslandssemester und habe mit meinem Papa damals, das war halt dann irgendwie vor 10 Jahren, 12 Jahren, eine Farm besucht von einem weiteren Bekannten von der Familie, der irgendwann ausgewandert war. Und mein Papa war auch mit 30, also in meinem Alter, beziehungsweise mit damals 23 oder so, war er eben auch dort. Und da sind die mit Pferden durch die Wälder geritten. Und wir kamen dort an, sind aus diesem Pickup gestiegen und mein Papa war wirklich, der hatte rausgeguckt und war wirklich kurz versteinert. Und ich so, was los, Papi? Alles klar? Und er meinte, hey, dieser Blick hier, alles, was ich gerade sehe, war früher Wald und ich gucke halt in die gleiche Richtung und es war wirklich nur Soja, Soja, Soja bis zum Horizont, wirklich komplette Monokultur. Und das war halt vor dieser, also jetzt glaube ich, sind wir da alle schon weiter, aber das war schon vor Greta Thunberg, Fridays for Future, generell vegan, ging noch nicht los, also gab es wirklich noch nicht so wie jetzt. Und deswegen war das für mich so ein Evidenzerlebnis, wo ich gesagt habe, Alter, dieses Soja wird halt nach Deutschland geschifft. Und das hat, ja. Also so sieht Globalisierung oder die negativen Seiten von Globalisierung aus. Und das war einfach so ein Moment, den werde ich halt einfach nie vergessen. Und ich glaube, da hat sich schon so ein kleiner Samen gepflanzt. Okay, ich studiere jetzt hier BWL. Was kann ich da schon ändern? Aber dann war es so, okay, wenn ich was mache, und das war dann auch bei Daimler so die Krise, jetzt nutze ich meine Lebenszeit, um irgendeine C-Klasse hier den CD-Schlitz zu verchromen. Ja? Was ist das? Das hat mich komplett entleert, sinnentleert. Und von daher, ich glaube, das ist so ein bisschen die Generation, ich glaube, die nächste Generation, Gen Z, ist da noch viel krasser unterwegs. Dass für mich klar war, ich will irgendwie, klar geht es auch darum, irgendwie wenig Fleisch zu essen und bewusster zu leben etc. Aber keiner hat einen größeren Hebel, als was er von 9 bis 17 Uhr mal mindestens macht am Tag. Und von daher, das trägt sich, denke ich, in die Kultur hier bei uns und letztendlich natürlich auch in die Marke. Genau, also ich hoffe, ich konnte deine Frage so ein bisschen beantworten, aber das ist auf jeden Fall in der Identität drin. Und es ist aber auch so, dass es sich dann oft im täglichen Excel-Tabellen und Asana-Wahnsinn, ist ja nicht so die ganze Zeit, dass wir das Gefühl haben, hier AktivistInnen zu sein, sondern dann muss man eben auch lernen, und es war eben auch dieses komplett verzetteln, denken, wir haben irgendwie die Weisheit für uns gepachtet, wir werden jetzt das grüne Nestle. Weißt du, die Gedanken mit Ende 20, die waren dann auch ein bisschen zu over the top. Oder wir haben so einen krassen Purpose, wir können jetzt 5 Kategorien gleichzeitig verbessern, war dann auch total größenwahnsinnig. Und ich glaube, so die Mischung aus so ein bisschen den Purpose bewahren, aber ja, gucken, dass man den Fokus bewahrt auch und guckt, dass man das ein trotzdem gesundes wirtschaftliches Unternehmen aufbaut. Das beschreibt, glaube ich, so ein bisschen die Reise und da sind wir auch immer noch mittendrin. Also hat die Frage extrem klar beantwortet aus meiner Sicht. Also wusste nie, was ich hören möchte, aber ich habe irgendwie gehofft, dass wir da am Ende bei rauskommen. Von daher auf jeden Fall. Jetzt hast du am Anfang noch einen anderen Punkt so ein bisschen reingebracht, den ich auch spannend fand. Und zwar hast du gesagt, du bist nicht der die ganze Zeit strategisch denkende Marketier sozusagen, der alles Mögliche errechnet und so weiter macht, sondern irgendwie, du hast es, glaube ich, so ein bisschen beschrieben, du machst das auch ein bisschen intuitiv, beziehungsweise du willst die Sachen herausbekommen. Ne? Muss jetzt nicht alles stimmen, was ich gerade gesagt habe, aber beschreib mal, wie ihr trotzdem denkt und arbeitet oder auch du arbeitest, weil das beschäftigt mich auch vor dem Hintergrund. Es gibt ja mehrere dieser Rebellen um euch herum. Jetzt nicht nur in eurer Kategorie, jetzt True Foods natürlich so allen voran, auch eine Marke, die in einer ganz anderen Kategorie sitzt, aber da übrigens auch mit einer ähnlichen Strategie kommt, auch mit dem Thema Geschmack first, mehr oder weniger. Die wissen auch, ihres müssen schmecken, ansonsten funktioniert es auch nicht. Und die haben mal vor Jahren, als sie das erste Interview geführt haben, überhaupt zu ihrer Marke, wo immer ja auch niemand so genau wüsste, warum machen die das, haben die einfach gesagt, warum sollten wir es nicht so machen? Also warum sollten wir nicht so lustig, radikal, auch mal ein bisschen über die Stränge schlagen. Warum sollte das verboten sein? Und das hat mich jetzt vorhin so ein bisschen daran erinnert, als du das so gesagt hast. Also nochmal, um die Frage zu pointieren, wie machst du ihr sozusagen Marketing? Ja, also ich lasse mal bei der Frage, mal gucken, wo es hinführt. Ja, das ist natürlich auch sehr davon beeinflusst, wie viel Spielraum und Budget ich habe. Ich habe 2020 anders Marketing gemacht als heute und auch wieder anders als 2016, ganz am Anfang. Und ich glaube, jetzt ähnelt es wieder mehr den Startgedanken als zwischendurch, wo wir mal ein paar Millionchen bekommen haben und da vielleicht auch deswegen Fehler gemacht haben, weil auf einmal so viel mediaseitig möglich war. Letztendlich haben wir gerade eigentlich nur 3 Kanäle, wenn man es jetzt mal so übertreibt. Also das erste ist, wir haben das ganze Thema Guerilla. Das klingt jetzt so, es will irgendwie nur was auf die Straßen sprayen, aber sagen wir mal, wo es darum geht, mit unter 10.000 Euro möglichst viel PR
und Awareness-Buzz irgendwie zu kreieren. Sprich, durch einfach gute Ideen, die auf Social Media kommentiert, geliked sind, ne, und geteilt werden. So, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Baustein. Der zweite ist nicht so romantisch und vielleicht auch nicht so spannend für deine ZuhörerInnen, aber Point of Sale. Also wie sind wir im Markt, im Supermarkt präsent? Was kann man da machen? Das ist auch was ich lernen musste. So, das ist das wichtigste Plakat oder die wichtigste Out-of-Home-Möglichkeit, die wir haben, ist der Supermarkt. Und das heißt, bevor wir nicht ein geiles Packaging haben, was man aus 5, 3 und 1 Meter versteht, sieht und lecker findet, brauchen wir gar nicht groß über irgendwelche tollen Kampagnen reden. Das ist wirklich vergebene Liebesmühe. Und da kann man eben viel machen von Wobblern, Preisschienen. Es gibt Vorschubsysteme, die Tafeln jetzt auch dann immer so ganz vorne halten, dass es immer top aussieht und die nicht irgendwie rumfallen. Dann hast du auch komplett verloren, wenn dich niemand kennt. Und dann kann man dein Logo nicht mal lesen im Supermarkt. Also dieses ganze Thema Regal, Point of Sale. Und das dritte ist wirklich die organischen Social-Kanäle. Da probieren wir gerade viel aus. Wir sind jetzt wirklich gerade, muss ich sagen, auf TikTok, Instagram und LinkedIn in verschiedenen Strategien bei der gleichen Kampagne unterwegs. Und das ist was uns gerade gute Reichweiten auch bringt. Auf TikTok haben wir einen neuen Account, der heißt Nele und Chris. Nele ist unsere Social-Media-Managerin. Und wir probieren der Philosophie folgen Menschen und nicht Marken und machen das einfach mal radikal und sagen, wir sind Nele und Chris, wir arbeiten bei Nukau und das ist komplett behind the scenes. Das Projekt ist 8 Wochen alt, kann man sich gerne mal anschauen, haben schon ein paar Erfolge, aber es ist auf jeden Fall ein langerer Prozess. Instagram ist so ein bisschen unsere Homebase von auch loyalen Followern, wo wir sowohl sachliche Informationen, Mission-Content, aber auch so ein bisschen behind the scenes spielen. Und LinkedIn entdecken wir auch gerade meinen persönlichen Account, merken, was da für Möglichkeiten sind, auch durch Know-how im Marketingbereich, aber generell in der Businesswelt, da wirklich jetzt auch zum Beispiel über unsere Papierverpackung, wo es wirklich darum geht, Businesses darauf aufmerksam zu machen, dass sie ihre Spülmaschinentabs, Riegel, Nahrungsergänzungsmittel in Papier verpacken, dass wir da wirklich auch missionsseitig viel erreichen können. Genau, also Guerilla, POS, Point of Sale und Social sind die drei Kanäle. Und ich habe gerade einfach, weil wir probieren, sehr effizient zu sein, keinen großen Mediatopf, auf den ich zugreifen kann, wo wir 2020 noch Out-of-Home-Kampagnen in den 3 größten Städten gemacht haben und das Ganze mehr geboostet haben, geht es jetzt eigentlich darum, möglichst effizient Reach zu bekommen. Und da verlasse ich so ein bisschen diese Hierarchie, wo ich sage, Taste ist das Wichtigste, weil das ist zwar im Regal das Wichtigste, aber mit Taste kriege ich keine gute Kampagne hin, weil das macht halt Langnese und Co. machen das schon seit 60 Jahren und die können es deutlich besser. Sprich, da geht es jetzt wirklich darum, und das ist unausweichlich, finde ich, und wir müssen es tun, wieder den Bogen zu schlagen zum Wagemütigen. Ja, anecken, polarisieren, und zwar nicht des Polarisierens wegen, sondern weil es auch so viele Gründe gibt. Ja, aber man kann es machen und deswegen müssen wir es machen. Jetzt also praktisch mal weg von der Missionsgetrieben, mal rein als Marketier. Ich brauche gerade die Polarisierung, den Klartext und auch mal das bisschen Sticheln gegen den Wettbewerb, um aus meinem kleinen Budget das Maximum rauszuholen. Und 2020 haben wir wirklich voll auf die Kacke gehauen und finde ich, war auch zu viel, was so den Ton angeht und irgendwie erhobenes, arrogantes kleines Startup, was denkt, hat es verstanden. Das machen wir jetzt nicht mehr, aber natürlich sind wir immer noch on the edge und probieren da aufzurütteln, wachzurütteln. Und ja, also overall kann ich sagen, die Strategie ist gerade am besten 3, 4 von solchen, ich nenne es jetzt mal Guerilla-Kampagnen pro Jahr. Das Ganze dann untermauert Social über unsere 3 Kanäle. Und wenn man es dann schon mal gehört hat, dann am POS eigentlich im Prinzip kategoriekonform überzeugen durch, ach, das Salted Caramel sieht ja mega lecker aus, da habe ich jetzt Bock drauf. Weil da reden wir dann nicht mehr über die Welt retten, sondern da geht es dann um Schokolade. Und so hast du im Prinzip wie so eine Art Funnel. Und ja, TV habe ich jetzt noch nicht besprochen, können wir gerne jetzt machen, aber das kam so ein bisschen on top. Ja, aber finde ich mega, mega spannend, weil das ist gerade auch so ein Thema, was mich extrem beschäftigt. Dadurch, dass ich ja jede Woche, wie du weißt, irgendwelche Kampagnen bewerten darf und mir eigentlich so diese strategischen Prämissen, die du gerade beschrieben hast, oder auch diese Leitplanken, ganz oft fehlen bei Kampagnen oder bei einer Marketing-Didaktik, nämlich zu sagen, wenn ich wenig Budget habe, also wie du jetzt gerade beschrieben hast, du willst effizient sein. Zweitens, wenn Taste nicht
jetzt gerade alles sein kann, weil ihr nicht mehr irgendwie, also ihr habt ja eine gewisse Reife, also ihr startet nicht ganz frisch in den Markt rein. Da wäre wahrscheinlich Taste nochmal wichtig, um eben zu sagen, Leute, probiert uns mal und dann, wenn es lecker schmeckt, kaufen sie euch automatisch neu und so weiter, sondern ihr habt eben eine gewisse Reife und dann hast du noch ein paar so Leitplanken-Prämissen genannt, eben zum Beispiel auch diese drei Channel. Und wenn du das alles in, sozusagen mal auf ein weißes Blatt Papier schreibst, dann kommt halt das raus, was ihr gerade macht. Und das finde ich so schön, dass es irgendwie, also du hast zwar am Anfang gesagt, du bist jetzt nicht so, wie gesagt, so der Mega-Stratege sozusagen, einfach weil du mehr oder weniger, habe ich es wahrgenommen, keine Lust drauf hast teilweise auch. Ne? Aber gleichzeitig hast du ein sehr, sehr schönes Framework oder so eine sehr schöne Hinführung dazu gemacht, was ihr gerade macht. Und das, finde ich, fehlt mir in der Marketingwelt ein bisschen. Mhm. Und vielleicht ist das auch ein bisschen Überleitung zu eurer TV-Kampagne. Erzähl mal ganz kurz, was eure TV-Kampagne auszeichnet, wie sie gemacht ist. Und was euch da eigentlich geritten hat oder anders ganz brav gefragt, warum seid ihr bei dieser TV-Kampagne rausgekommen? Also von der Machart, meine ich. Genau, wir haben TV aus strategischen Gründen gemacht, weil wir natürlich nicht das Budget haben, um dich eigentlich umzusetzen. Und es eben mit Seven Ventures von ProSieben die Möglichkeit gibt, dass man das als Media for Equity Deal, also sprich Media gegen Anteile, löst. Und man muss dazu sagen, dass das im Handel eben eine andere Wirkkraft hat, als wenn man jetzt ein D2C-Startup wäre. Es gibt sicherlich Cases wie Snox und Co., die damit auch erste Erfolge haben. Aber für uns war das vor allem eine garantierte große Reichweite, die uns hilft, Listungen zu erzielen, vor allem bei Rewe und auch DM. Sprich, wenn du mir jetzt 1 Million in die Hand geben würdest, würde ich sie komplett in TV stecken? Nein. Aber gegeben, dass wir da teilweise eben auch sonst nicht so viele Mittel hatten und das einfach ein Argument ist, dass eine Rewe sagt, wenn wir schon mal diese gesicherte Reichweite haben, dann nehmen wir eine neue Marke ins Regal auf. Und diesen strategischen Move haben wir gemacht und der hat sich halt auch voll ausgezahlt. Deswegen, glaube ich, muss man das immer so ein bisschen im Kontext sehen. Ich bin deswegen kein TV-Gegner. Ich weiß aber auch, wir haben nicht die Kampagne gemacht und auf einmal gehen die Rotationen und die Markenbekanntheit durch die Decke. Dafür muss man mehr ausgeben. Ich glaube, Ferrero hat, ich soll nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall zwischen, weiß ich jetzt nicht, 3 und 8 Millionen allein an Ostern ausgegeben. Also da, das ist wirklich, da sind wir ganz weit entfernt. Trotzdem wollte ich natürlich die Chance nutzen, als Marketier da so viel Aufmerksamkeit und Markeneinprägsamkeit irgendwie einfließen zu lassen. Und wir hatten auch da wieder geringes Budget. Und ich glaube, es zieht sich so ein bisschen durch die letzten Fragen, auch was Budget angeht. Limitierungen sind zwar nervig, aber sie formen quasi unsere Marketingstrategie und machen daraus zwangsläufig eine, oder was heißt zwangsläufig, aber es gibt uns die Chance, eine unique Marke zu werden, weil wir andere Wege gehen müssen, als für alles einfach Agenturen zu zahlen. Mhm. Und ja, dann war es halt so, dass wir eine Produktionsagentur hatten und dann war das Budget eigentlich aufgebraucht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt Kreativdirektion und Konzept. Und ich war sehr begeistert von Dollar Shave Club schon damals, dieser Typ, der, kann man sich im YouTube anschauen, es lohnt sich, der eben durch die Lagerhaus geht und Dollar Shave Club pitcht. Old Spice, die Werbung fand ich immer sehr inspirierend von dem Typen auf dem I'm on a horse, auf dem Schimmel. Mhm. Ja. Und auch Oatly, der CEO, der im Kornfeld Keyboard spielt und Wow No Cow singt. Das waren so meine Inspirationen. Und dann, wir hatten früher schon diese One-Shot-Filme gemacht für andere Launches von Nukau. Und dann war eben die Idee, komm, wir machen das bei uns im Office. Alle DarstellerInnen sind das Team. Und dann war ich halt noch so, ja, okay, wie fallen wir denn jetzt auf? Und dann war es so wirklich in die absolute Marketing-Grundausstattungskiste gegriffen und gesagt, ja, wir brauchen einen Jingle, weil viele große Marken haben Jingle und wir haben wirklich ja von Paulas Pudding und was es alles gibt, Carglass repariert und so weiter. Ich habe gesagt, das wäre doch so geil, wenn wir auch einen Jingle hätten. Und ich kannte über 2 Ecken einen Produzenten in Leipzig und ich mache auch selbst so ein bisschen Musik. Und dann habe ich mich 2-mal mit dem auf ein Bier getroffen und wir haben einfach einen Jingle selbst geschrieben. Okay. Und ich habe den auch selbst eingesungen und er ist ein wahnsinnig guter Musiker und Produzent. Und das waren dann die Zutaten. Und dann war ich bei einer Freundin, die so eine pinke Pelzjacke in ihrer Garderobe hängen hatte. Und dann meine ich so, sorry, die muss ich mal ganz kurz ausleihen. Ja, was ist die Strategie dahinter? Natürlich, die Leute sind Second Screen, die müssen irgendwie hochgucken. Also das heißt, wir brauchten was auffällt. Dann die Realness, das ist halt ein echter Typ, der in einem Büro rumläuft, gerade mit dir redet. Ja, ganz wichtig. Und am besten ein Ohrwurm. Wir haben nicht so viel Mediabudget, dass diese Frequenz pro Person super hoch ist. Wir sind so bei ungefähr 4 oder so. Also 4-mal sieht man die Werbung. Das ist schon ganz gut. Aber wir dachten, durch einen Ohrwurm
kann ich das deutlich verstärken. Ja, da gab es noch ganz viele andere Gedanken. Ich glaube, ich sage 4-5 Mal Nukau in der Werbung. Also ganz oft einfach, das ist unser erste, deswegen sage ich wirklich, ich sage so oft Nukau, Nukau, Nukau. Und das Produkt wird relativ lange gezeigt. Also wir haben trotzdem langes Placement. Und es gibt Überraschungsmomente. Steht auf einmal jemand im Crew-Kostüm neben mir und auf einmal habe ich halt eine Band und singe dieses Jingle. Und ja, ich glaube, das ist ein Kompromiss. Also es ist so für Authentizität, Memorability, also irgendwie Einprägsamkeit und Entertainment. Aber sicherlich war es auch eine Entscheidung gegen Produkt-Taste und so eine klassische TV-Werbung. Aber da habe ich mich dann dafür entschieden, dass wir eben für Aufmerksamkeit gehen und haben das ja sogar noch ein bisschen aufs Korn genommen, weil wir die Werbung in den ersten 3 Sekunden starten wie eine normale Werbung. Zart, schnell ist eine Schokolade und dann wird es im Prinzip gebrochen. Ja, mega, aber ich komme trotzdem auch dabei raus. Also mir ist noch aufgefallen, wir reden gern von Spitzenleistungen. Du hast, glaube ich, in 5 Sekunden haust du einmal so die Klaviatur von euren Leistungen irgendwie raus, ne? So papierverpackt, vegan und so weiter. Mhm. Sehr lecker und so, ne? Das ist mir noch so aufgefallen, als ich so drauf geguckt habe. Und der andere Punkt ist trotzdem auch wieder, was ich eben schon gesagt habe, dass strategische Briefing, deine strategischen Leitplanken führen dich zu diesem Spot und das finde ich halt so schön, weil, also nicht falsch verstehen, du nennst es Kompromiss, ich nenne es halt einfach mega richtig und einfach super, super strategisch nachvollziehbar und ich finde, Authentizität ist heutzutage kein Kompromiss, sondern vielleicht einfach total richtig, wenn es zur Marke passt. Ne? Das finde ich einfach bei euch so perfekt, auch weil du es ja selber spielst und alle Leute um dich herum auch alle echt sind. Von daher, also hat sowas von Faust aufs Auge gepasst, also fand es einen großartigen Spot, der uns ja hier, also mich zumindest hergebracht hat in diesen Talk, glücklicherweise. Jetzt haben wir schon voll über die Stränge geschlagen, was die Dauer angeht, aber ich bin trotzdem sehr happy darüber oder gerade deswegen wahrscheinlich happy. Ich möchte dir so die letzten 1-2 Fragen stellen und vielleicht passt das jetzt auch ganz gut zu dem, was wir gerade angefangen haben zu diskutieren. Und zwar, du hast jetzt beschrieben, weniger Budget, eben sehr effizienzgetrieben, ihr müsst Aufmerksamkeit kreieren, ihr seid eben nach wie vor so ein bisschen Rebel und Jester und seid immer noch diejenigen, die von der Seite halt pieksen können. Wo führt das langfristig hin? Also was ist da bei euch so eure Schätzung? Müsst ihr irgendwann anfangen, anders zu kommunizieren, beziehungsweise was sind da gerade eure Gedanken, weil vielleicht irgendwann seid ihr eben die Gejagten, nicht mehr die Jäger als Beispiel oder seid irgendwann vielleicht diejenigen, die auch schon etablierter sind, die, keine Ahnung, einen riesen Marktanteil haben, jetzt mal hoffentlich sozusagen, du hast ja gerade vorhin selber beschrieben, in 10 Jahren willst du ja vielleicht bei den 10% sein. Was ist dann mit Nukao? Wie funktioniert Nukao dann? Also ich glaube tatsächlich, dass das noch eine Weile so weitergehen wird. Und ich weiß nicht, ob, wenn du die Frage für wirklich nach 10 Jahren hören willst, ich muss ganz ehrlich sein, die Antwort kann ich dir nicht geben, weil bis dahin so viel passieren wird. Ja. Ich glaube, wir sind dafür vorbereitet, dass wir USPs verlieren werden. Also, dass jetzt die nächsten Papierverpack kommen, immer mehr vegane Sorten, Bio. Das heißt, das wissen wir und deswegen ist es jetzt so wichtig, dass wir uns auch positionieren als Vorreiter. Ja? Und wir müssen halt immer wieder den Schritt weitergehen. Ne? Also wir fangen jetzt trotzdem an. Wir haben zum Beispiel Nussmus-Sorten, Almond Butter and Sea Salt. Diese Sorte gibt es noch nicht im Rewe. Jetzt gibt es sie. Das heißt, wir hören da nicht auf. Das heißt, wir müssen schon immer gucken, dass wir immer wieder den nächsten Schritt gehen. Wir waren auch lange die Ersten, oder die nicht die Ersten, aber vorne mit dabei mit kompostierbarer Folie. Jetzt gehen wir in Richtung Papier. Und ich glaube, das wird sich einfach immer weiterentwickeln. Der Challenger, den werden wir beibehalten. Und also wenn wir das wirklich irgendwann aufgeben und sagen, gut, wir sind jetzt irgendwie Marktführer, dann da muss ich nochmal neu drüber nachdenken. Aber ich konzentriere meine Energie gerade wirklich darauf, wie wir diese Rolle auch wirklich erfolgreich durchführen. Ja, ich glaube, das ist die absolut richtige Antwort. Also jetzt auch aus meiner Sicht, wenn ich das so höre. Kann ich gut nachvollziehen. Wollt mal gucken, wie da so bei euch eure Gedanken sind. Ja, sehr schön, Christian. Wir müssen tatsächlich so langsam zum Ende kommen. Aber wie gesagt, es war ein grandioses Gespräch, kann ich jetzt schon sagen. Ich werde es all meinen Mitarbeitern unter das Kopfkissen legen, weil da so viele Inhalte auch einfach, die werden selber, wenn sie es hören, werden sie selber merken, warum mir diese Folge jetzt so wichtig war, inhaltlich auch. Und ansonsten geht sie definitiv hier in unsere schöne Podcast-Bibliothek rein unter die Top-Folgen, weil du einfach sehr schön beschrieben hast, so eine Reise in nur 8 Jahren, wohlgemerkt, ne? Eines gesamten Pivots und gleichzeitig so viele strategischen Marken, Führungsthemen, die du angesprochen hast, also mega, mega mäßige Geschichte. Vielen Dank schon mal dafür. Und jetzt darfst du noch eine Frage für den oder die nächste formulieren. Ja, hau mal raus. Ja, gerne. Die gebe ich gerne weiter, weil sie mich selbst beschäftigt und ich auch so ein bisschen Verfechter bin von einer gewissen Antwort. Was wird uns die KI im Marketing nie abnehmen können? Sehr schöne Frage. Sehr gut. Wunderbar. Christian,
dann wär's das. Ich gehe neben vielen Erkenntnissen auch damit raus, dass ich meinen Kolleginnen und Kollegen sagen darf, warum ich eben eure Schokolade nicht so schätze, wie ich eure Marke schätze. Das ist jetzt die Antwort, die hatte ich vor 2 Stunden noch nicht. Auf jeden Fall, jetzt habe ich sie. Vielen Dank auch dafür. Und ich wünsche euch natürlich alles, alles Gute bei den weiteren Herausforderungen, die ihr habt, und bin sehr gespannt, wie ihr euch weiterentwickelt. Ja, danke Colin für die Bühne und für dein ehrliches Feedback zu unseren Produkten. Und ja, vielen, vielen Dank. Macht weiter so. Ja, danke schön. Super, Christian. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, folge unserem Kanal Brand Trust Talks. Und andere Hörerinnen und Hörer freuen sich bestimmt über eine Bewertung von dir.